Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am 7. Oktober haben islamistische Terroristen das schlimmste Massaker an den Juden seit dem Holocaust verübt und über 200 Geiseln genommen. Ihre aller Ikone, Greta Thunberg bis Judith Butler, sehen in der Hamas und Hisbollah Widerstandsbewegungen. Die Universitäten besetzt, jüdische Studenten verprügelt, unsere Straßen erobert. Documenta bis Berlinale, die Schande im Kulturbetrieb. Und woke Präsidentinnen deutscher Universitäten teilen antisemitische Tweets und finden Genozid an den Juden mit Uniregeln vereinbar. Und wer sich dann wie Wirtschaftsminister Habeck mit Michel Friedmann im Berliner Ensemble trifft, um zum ersten Jahrestag des 7. Oktober über die AfD zu reden, der gehört zu den drei Affen, die nicht hören, nicht sehen und nicht reden wollen. Sie wollen die Realität nicht sehen, weil die ihre Lebenslüge stört. Und die lautet: Der islamische Terror hört auf, wenn Israel nur genug Zugeständnisse an die Terroristen macht. Falsch. Wenn Israel morgen die Waffen streckt, dann gibt es keinen Frieden, sondern kein Israel mehr. Der Weg der Vertreibung ist klar. 1948 gab es 900.000 Juden in arabischen Ländern. Heute noch etwa 27.000. Die anderen geflohen vor Entrechtung, Folter und Pogrom. Von den Juden in Nordafrika ist genauso wenig übrig wie von den Christen in der Türkei, die zu Millionen ermordet und vertrieben wurden. Dazu schweigt die Welt. Aber genau das ereignet sich jetzt auch im Westen. Verfolgung und Vertreibung. Und es beginnt mit den Juden. Die Zahl der Angriffe seit dem 7. Oktober stieg in Großbritannien um 200%, in Frankreich um 300% und in Belgien um 400%. Und in Deutschland spricht der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein von einem Tsunami des Antisemitismus oder Sie, Frau Präsidentin, soeben von hemmungslos bahngebrochener Antisemitismus. Europa brennt. Meine Damen und Herren, und Sie hier alle haben das Feuer gelegt bei uns mit Ihrer Einwanderungspolitik. Nach den Massakern vom 7. Oktober sind 30.000 Juden aus dem Westen nach Israel migriert. Selbst unter dem Raketenbeschuss von Hisbollah und dem Iran sehen sie sich dort sicherer als bei uns. Eine weitere ihrer Lebenslügen. Der islamische Terror sei die Folge des Nahostkonfliktes und der schlimmen und von Israel zu verantwortenden Lage der Palästinenser. Falsch. Die Islamisten brauchen keine Gründe, um Ungläubige zu ermorden. Weihnachten 1923 in Nigeria. 20 christliche Dörfer überfallen, Frauen, Kinder ermordet, 200 Tote, Hunderte Verletzte von Muslimen, Dschihadisten. Tausende Kilometer entfernt vom Nahen Osten. Keine besetzten Gebiete, aber das gleiche Massaker wie bei der Hamas. Und während sich die Muslime in ihrem Opferstatus suhlen und von Muslimfeindlichkeit schwadronieren, zählt Open Doors 340 Millionen verfolgte Christen in der Welt, die meisten in muslimischen Ländern. Alle sprechen von Gaza, aber wer spricht von Bergkarabach? Alle Christen vertrieben, ethnische Säuberung abgeschlossen, 100%. Schweigen. Der politische Islam kennt im Umgang mit Ungläubigen nur Unterwerfung, Vertreibung oder Ermordung. Samuel Huntington sprach von den blutigen Grenzen des Islam, und diese Grenzen laufen jetzt mitten durch unsere Städte. Jede Palästinenser-Demo ist eine Machtdemonstration. In Berlin bittet die Polizei sie, bitte nicht mit Steinen zu bewerfen. Wo sind die Wasserwerfer, die sie gegen die friedlichen Corona-Demonstranten eingesetzt haben? Der 7. Oktober ist ein Vorzeichen dessen, was uns erwartet, wenn der Islam Westeuropa die Macht übernimmt. Erst werden die Synagogen brennen und dann die Kirchen, und die brennen schon. Dann kommen die Kippa-Träger, werden geschlagen und am Ende alle, die sich nicht unterwerfen.
Holbecks beschreibt in Unterwerfung die dekadente Elite aus Politikern und Akademikern, die sich dem Islam unterwirft, um ihre Pfunde zu sichern. Damit sind sie hier gemeint, die Fesers und Baerbocks, die Steinmeiers und Roths, die Wüst und die Günthers. Das unterscheidet uns von Ihnen. Wenn Sie längst mit wehenden Fahnen zum islamischen Mob übergelaufen sind, um noch einen Posten im Kalifat zu ergattern, werden wir Synagogen und Kirchen verteidigen. Wir werden uns nie unterwerfen. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dr. Rolf Mützenich.